Leute, was geht? Jimmy ist hier und ich habe mein Zimmer richtig schön eingerichtet. Jimmy! Ach, Lomi, du hast mich voll erschrocken, Mann. Was willst du? Ja, ich wollte heute einen kleinen Brudertag machen. Einen Tag nur wir beide. Einen Tag nur wir beide? Oh, das hört sich voll so toll an. Freunde, wenn ihr auch solche Familientage mögt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Das sind immer die besten Tage. Okay, Lomi, was haben wir denn heute vor? Ja, wir gehen auf den Rummel, aufs Riesenrad. Oh, richtig cool, yippie. Oh, let's go, das wird voll cool. Das wird richtig viel Spaß machen. Ich habe schon lange nichts mehr mit meinem großen Bruder gemacht. Oh, wo ist er hingelaufen? Ich sehe Lumi nicht mehr. Da bist du ja. Hier, Ursel, komm schon. Aufs Riesenrad. Halt! Stopp! Was ist denn jetzt Polizei los? Ist hier! Was? Lomi, warum ist die Polizei hier und was wollen die? Ich weiß es nicht. Was? Lomi? Na? Wir wissen ganz genau Bescheid über die Diamanten, die du geklaut hast. Hände hoch! Lomi, stimmt das? Ja, aber ich musste doch unser Essen bezahlen. Nein, ich will nicht, dass du ins Gefängnis kommst, Lomi. Du sollst nicht ins Gefängnis kommen. Nein, das passiert schon nicht. Stimmt's, Herr Officer? Du bist vorläufig festgenommen. Alles, was du sagst, kann und wird vor Gericht gegen dich verwendet. Abfahrt. Okay. Oh, kleiner Mann. Bist du jetzt ganz alleine? Ja, was soll ich denn jetzt machen? Mein großer Bruder war wie ein Vater für mich. Hast du keine Eltern? Nein, ich habe ein eigenes Zuhause, aber ich wollte einen Familientag mit meinem großen Bruder machen. Wir können dich jetzt leider nicht allein lassen. Das heißt, wir müssten dich einmal adoptieren. Was? Ich will nicht von der Polizei adoptiert werden. Die sind richtig gemein. Die haben meinen großen Bruder einfach mitgenommen, Freunde. Aber die haben Kekse. Ich mag Kekse. Gibt's da noch mehr Kekse da, wo die ganzen Polizeisachen sind? Ja, da gibt's Kekse. Aber du sollst dir merken, dass die Polizei eigentlich dein Freund und Helfer sind. Freund und Helfer? Wir wollen niemandem was Böses und wir müssen jetzt auf dich aufpassen. Deswegen würde ich vorschlagen, dass du einen ganzen Tag mal mit uns bist, damit du dir das Ganze mal angucken kannst. Boah, Freunde, sollen wir das machen? Sollen wir wirklich von der Polizei adoptiert werden? Wenn ihr das wollt, dann schreibt das jetzt mal in die Kommentare. Das könnte richtig spannend werden, weil ich glaube, die Polizei hat richtig wichtige Aufgaben, wie für Sicherheit zu sorgen und auch für Recht und Ordnung. Okay, ich bin erstmal an eurer Seite. Aber wo ist denn eure Polizeistation? Folgt mir, mein Kleiner. Das wird richtig cool werden. Was willst du denn mal werden, wenn du groß bist? Groß bin, will ich Feuerwehrmann werden. Und dann will ich den Leuten immer Gutes tun. Das ist ja auch voll in Ordnung. Naja, da drüben ist die Polizeistation. Du kannst hier schon mal mitkommen und vielleicht geben wir dir eine kleine Ausrüstung. Okay, boah, das ist voll cool. Das ist direkt neben den Spieli, Leute. Und da vorne sind auch voll viele Polizeiautos. Oh, vielleicht können ja auch mal ein Polizeiauto fahren. Ich habe noch nie ein Polizeiauto gefahren. Habt ihr schon mal ein Polizeiauto gefahren? Ich glaub nicht. Da vorne ist der andere Officer. Hallo, so, Mister. Herr Kollege. Ich habe Lumi jetzt eingesperrt. Der ist hier drinne. Oh nein. Aber warum seid ihr so gemein zu meinem großen Bruder? Lumi. Du tust Lasst mir mich voll leid. Sofort hier raus. Ich habe gar nichts gemacht. Ja, eben. Ob er was gemacht hat oder nicht, das entscheidet der Richter. Aber wir haben Kameras gesehen, wie du alles geklaut hast. Deswegen passt das schon. Herr Kollege, ich habe den Kleinen hier mitgenommen, weil er keine Eltern hat. Und so lange müssen wir auf ihn aufpassen. Oh, Kleiner, willst du Polizist werden? Ja, habt ihr eine Polizeiuniform vielleicht? Na klar. Boah, richtig cool. Okay, dann gehe ich mich schnell umziehen. Wo ist denn die? Oben im zweiten Stock. Komm mit. Okay. Oh, wir sind hier einfach beim Polizeihauptquartier. Das sieht hier richtig cool aus. Und naja, nicht so schön, dass mein Bruder unten ist. Ist hier die Umkleidekabine?
Hier kannst du dich umziehen, Kleiner. Okay, Freunde, ich werde mich mal kurz umziehen und dann bin ich ein kleiner Polizist, der auf jeden Fall für Recht und Ordnung sorgt. Wow, das sieht ja richtig cool aus und ich habe sogar ein Mikrofon, das ist richtig cool und sogar eine Schutzweste. Aber irgendwie sind meine Haare anders geworden. Ich glaube, die Mütze, da sind irgendwie Haare dabei, Leute. Und, seid ihr zufrieden damit? Das mit den Haaren ist, die mussten wir dir färben, weil Polizisten dürfen keine orangenen Haare haben. Warum nicht? Ich will meine orangenen Haare wieder haben. Hey! Du verstehst das falsch. Das dient zu deinem Schutz. Aber, also bin ich jetzt Polizist oder nicht? Du bist vorerst nur ein Praktikant, weil wir dich ja adoptiert haben. Das heißt, du kannst einen Tag mit uns mitkommen. Ich kann mit euch mitkommen auf Streife? Boah, wie cool ist das denn? Hey, ich habe einen Einsatz. Los, wir haben einen Einsatz. Schnell hinterher, Leute. Bevor wir weitergehen. Ja? Das ist die Standardausrüstung. Ein Schläger und ein Taser. Komm mit. Boah, ich habe sogar einen Taser bekommen, Leute. Wie cool ist das denn? Hoffentlich finden wir... haben die das gar nicht gesehen? Leute, seht ihr das? Lumi ist ausgebrochen. Okay, sehr gut. Lumi ist schon mal draußen aus dem Gefängnis. Steig ein, Kleiner. Ja, natürlich. Boah, das ist ein Polizeiauto. Das hat sogar Sirenen. Hört ihr das? Oha, wie cool ist das denn? Leute, da vorne ist jemand. Seht ihr das? Da ist irgend so ein Krimineller. Ich glaube, der macht irgendwas da. Los! Aber ihr seid die Polizisten. Stehen geblieben! Ihr müsst vorgehen, ja? Hände hoch! Ja, genau, Hände hoch! Oh mein Gott, nein! Nein, der hat das gesprengt! Das ist ein Verbrecher! Der hat die Kuppel gesprengt! Der hat die Kuppel gesprengt! Nein! Das ist, glaube ich, irgendein Verbrecher, Freunde. Aber was will er denn in der Kuppel? Ich glaube, er will die ganzen Diamanten darin klauen. Oh, vielleicht hat er die ganzen Diamanten geklaut und nicht mein Bruder. Du Krimineller. So, sie sind jetzt festgenommen. Genau. So, Jimmy, das ist deine erste Festnahme. Das heißt, du nimmst ihn jetzt zum Polizeirevier. Abmarsch. Okay, hier Krimineller, dann hast du was zu essen, weil... Nein. Ich dachte, wir sind nette Polizisten. Ja, aber wir geben keine kriminellen Kekse, das geht nicht. Aber das hat die mir auch gegeben. Nein, das nicht geht zu nahe nicht. Kommen. Ich will auch mal nicht zu nahe kommen. Hier. Oha, das Liegt macht... Du schon voll. Auf dem Boden, Jimmy. Ich wollte das nur mal testen. Das macht voll Spaß. Nochmal. Yippie. Nein. Das dürfen wir auch nicht machen. Aber was dürfen wir denn dann? Wir dürfen die Stadt frei halten vor Kriminellen. Genau das, was wir jetzt gemacht haben. Okay. Und er ist jetzt schon in Handschellen. Das heißt, wir greifen keine... Ey, er will abhauen! Los, hinterher! Oh, ich sag doch, wir hätten ihn tasern sollen, Idioten. Ach, Mano. Los, hinterher. Oh, der hat hier alles gesprengt, Leute. Oh, das sieht richtig gefährlich aus. Müssen wir nicht eine Spurensicherung machen oder so? Wir müssen... Verbrecher, stehen bleiben! Oha, der klaut hier alles. Aber... Oh, sehr gut, so, ich glaube, wir haben ihn. Er hat sich ergeben. Aber kommt er jetzt ins Gefängnis? Er kommt jetzt ins Gefängnis, genau. Oh, okay. Wie heißt du eigentlich, Verbrecher? Jetzt sag deinen Namen endlich, los. Ich will... Er wird nicht sprechen, Kleiner. Was? Woher weißt du das? Weil wir haben einen Satz, wenn wir jemanden festnehmen. Sprech mir nach. Ja. Alles, was sie sagen, wird... Alles, was sie sagen, kann... Ich meine, kann und wird... Kann und wird, ja. ...im Gericht gegen sie verwendet werden. Ah, wird gegen sie verwendet werden. Und jetzt Hände hoch. Haha. Hä? Aber mein Taser ist, glaube ich, leer. Och, Mano. Hier, Kleiner. Ja? Ja, Yippie, noch mein Taser. Boah, das macht so Spaß. Haha. aber irgendwie tut er mir leid. Aber er hat hier alles gesprengt. Müssen wir nicht den Schaden begutachten und schauen, ob hier was fehlt oder so? Ob Diamanten fehlen? Erstmal bringen wir den Verdächtigen ins Gefängnis. Und dann können wir wieder zurück und
und holen uns Spuren. Okay, Polizist zu sein ist richtig cool, Leute. Man hat eine coole Ausrüstung, man hat sogar einen Taser und so einen Knüppel. Damit kann ich ja mal Lumi ärgern, wenn er mich immer ärgert, genau. Aber irgendwie tut mir der Typ echt leid. Und ich frag mich, wo Lumi ist. Ich bin echt gespannt, ob er vor den Polizisten entkommen kann. So, da sind wir ja schon bei der Polizeistation. Aber habt ihr nur ein Gefängnis oder mehrere? Wir haben mehrere. Komm mit, Kleiner! Komm mit. Okay, ey, du Krimineller, komm mit, hab ich gesagt. Ich werde dich einbuchten. Los! Na, lauf, 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 lauf! So, hier soll irgendwo ein Gefängnis sein. Oha, da ist ja wirklich ein Gefängnis. Aber wartet mal, kommt der jetzt in die... Der kommt wirklich in die Zelle rein. Ha, das hast du davon, wenn du Diamanten klaust. Klau niemals Diamanten von uns, sonst wirst du für immer da drin bleiben. Haha, Officers, Polizisten, ich hab gesehen, da vorne ist ein Auto. Kann ich vielleicht mal einmal kurz Polizeiauto fahren, bitte? Ich hab ihn auch eingebuchtet. Ich weiß nicht, was sagst du? Komm schon, bitte. Ja, okay, wegen deiner guten Tat darfst du eine Runde drehen. Aber wenn du bloß was Falsches machst, sperren wir dich auch rein, okay? Was? Ihr könnt mich nicht einsperren, ich bin viel zu jung dafür. Aber ich werd euch zeigen, dass ich ein guter Fahrer bin, okay? Okay, ich werde jetzt einsteigen. Ich bin noch nie Polizeiauto gefahren. Die sehen richtig cool aus. So, wollt ihr mitfahren? Na klar. Nein. Dann bleib du eben da. Ich fahr jetzt los. Oh, yippie. Das macht voll langsam, Spaß. Langsam, ja, was? Langsam. Ich fahr doch langsam. Ich fahr nur am Spieli vorbei, siehst du? So, und jetzt dreh ich wieder. So, und zack, da ist das Krankenhaus. Und, aua, Entschuldigung. Au. Aua, 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 aua. Baby. Ja. Spinnst du? Nein, das war ein aus Versehen, ehrlich. Jetzt Weil du bist in das Haus gefahren. Das tut mir leid. Sofort deine Marke und deine Bekleidung hergeben. Aber, das könnt ihr nicht machen. Ich hab doch einen guten Job gemacht. Ich hab gesagt, sofort. Ach, Mann, ja, okay. Ich leg alles ab. Leute, wir müssen alles ablegen. Aber wenn ihr fandet, dass ich ein süßer Polizist war, dann lasst gerne ein Abo da. Ich fand, ich war echt ein guter Polizist. Oh, Mann, ihr seid richtig gemein. Dann werde ich eben kein Polizist mehr sein. Alles gut. So, hier hast du die Ausrüstung. Ach so. Mann, ey. Du kommst zu deinem Bruder ins Gefängnis. Komm mit. Ja, ich komme zu meinem Bruder ins Gefängnis. Soll ich dir was sagen? Der ist gar nicht mehr da. Haha. Ha. Wir haben ein Problem. Jimmy wusste es von Anfang an. Natürlich wusste ich es. Ihr Dosis habt das gar nicht gesehen. Der ist ausgebrochen. Haha. Nicht freigebottelt. Das war. Mein Bruder ist nämlich der Beste. Und der wird niemals gefangen genommen. Und ich sag euch noch was. Euer Verbrecher? Ich glaube, der flieht auch gerade. Oh, ihr habt, glaube ich, richtig viele Probleme. Haha. Hast du das gehört? Einsatz! Los! Einsatz! Och nein, jetzt sind wir hier drin gefangen. Och Mann, aber das sind echt richtige komische Polizisten. Da kann ja jeder Verbrecher ausbrechen. Haha, wenn selbst mein großer Bruder das schafft. Vielleicht können wir auch hier einfach ausbrechen. Ich werde es mal versuchen. Och Mann, wir kommen hier nie mehr raus. Ich kann ja mal versuchen, das irgendwie nochmal wegzumachen. So. Aua, ich hab einen Krampf. Aber die haben ja mein Baseball gar nicht weggenommen. Cool, ich hab einen Baseball. Yippie. Aber ich will hier raus. Und ich vermisse meinen großen Bruder Lumi. Der war immer an meiner Seite. Und jetzt sind wir hier ganz alleine in der Polizeistation. Wir waren Polizist und jetzt sind wir Verbrecher und Gefangener. Jimmy! Lumi? Lumi. Ich hol dich hier raus. Mach dir keine Sorgen um dich. Okay, ich mache mir keine Sorgen. Aber wie willst du das anstellen? Die haben die Tür. Tür. Die haben die Tür rausgemacht. Aber ich habe einen Plan B. Mach dir keine Gedanken, nur die Ohren zu halten. Okay, ich hol mir die. Okay, ich muss jetzt die Ohren zu halten. Das wird richtig Deckung. Laut. Deckung! Aua! Oh. Jetzt, komm.
Renn, Jimmy, folg mir! Renn, Lumi, bevor die Polizisten wiederkommen. Willst du wirklich ein Polizeiauto klauen, Lumi? Steig ein, ist egal. Okay, oh Mann, hoffentlich sehen uns die Polizisten nicht. Ey, wir haben einfach das ganze Polizeiaufquartier gesprengt. Wie cool war das denn? Mein großer Bruder ist einfach der Beste. Du hast mich gerettet, Lumi, danke. Jetzt lass uns hier im Baumhaus verstecken, schnell! Aha, du hast recht, wir sollten auf jeden Fall im Baumhaus uns verstecken. Oh Mann, diese Polizisten, ey, die sind echt gefährlich. Mann, Jimmy, was machst du denn da noch? Was mache ich denn noch? Was meinst du? Warte, ich komm mal kurz runter. Leute, habt ihr eine Idee, was Odi meint? Er meinte irgendwie, was mache ich denn da noch? Was meinst du, Odi? Du hast ja schon deine ganzen Schulsachen mit dabei, aber warum bist du auf dem Spieli? Na, ich dachte, wir treffen uns hier und die Schule ist doch gleich da vorne. Das ist doch nicht weit. Hast du das nicht gehört, Jimmy? Was gehört, Odi? Wir gehen auf ein Internat. Internat? Freunde, kennt ihr ein Internat? Was ist das? Ist das sowas wie eine richtig gute Schule für Superschüler? Oder, Odi, was ist ein Internat? Das ist leider die strengste Schule der Welt. Nein. Die haben gesagt, der Lehrer, den wir dort bekommen, der soll der schlimmste Lehrer sein aller Zeiten. Der schlimmste Lehrer aller Zeiten? Ja. Aber warum? Weil wir bestimmt so oft nicht in der Schule waren. Oh, die wissen bestimmt davon Bescheid. Okay, lasst uns hingehen und vielleicht sind die doch ein bisschen nett. Wir werden einfach das Beste draus machen. Odi, komm schon. Boah, Odi, wo bist du? Hier, Mann, Jimmy, neben dir. Oh, schau mal die riesengroße Schule an. Die ist ja enorm groß. Und schau mal, da sind ganz viele andere Schüler. Ich glaube, das Internat ist gar nicht so schlimm, wie du dachtest. Ich weiß gar nicht, Jimmy. Doch, lass uns mal reingehen. Die sind bestimmt richtig nett. Guck mal, die haben da so eine Schuluniform an. Wie cool. Oh, und ich glaube, da ist der erste Lehrer. Oh, das ist, glaube ich, ein Professor oder so. Meinst du? Mhm. Hallo, Professor. Hallo, Professor. Kinder. Oh, der hat mit uns geredet, Odi. Ich bin Jimmy und das ist mein Freund Odi. Und wir sind hier im Internat. Wir sollten zu Ihnen hin. Hallo, Kinder. Geht einfach ruhig rein und dann zu eurem Lehrer. Okay. Und viel Glück mit eurem Lehrer. Der ist streng. Odi, hast du gehört? Unser Lehrer ist streng. Oh, okay, machen wir, Lehrer. Oh, los. Okay, danke, Lehrer. Siehst du irgendwo einen Schulraum für uns? Ich sehe hier noch gar nichts. Ich würde ja gerne die Schüler hier fragen, aber ich bin ein bisschen schüchtern, Odi. Schau mal, da steht Gymnasium. Oh nein, müssen wir nicht zum Gymnasium? Ich weiß nicht, ich glaube schon. Oh, Odi rennt schon hin. Was ist da denn? Boah, wie cool. Guck mal. Was ist denn? Ja? Fußballfeld. Ach du Dusse, das ist doch kein Fußballfeld. Hier kann man Hockey spielen. Richtig cool, Leute. Wow, nein, ich glaube, cool. Das ist ein Basketballfeld. Aber guck mal, ich kann, glaube ich, hier auch Football spielen. Boom. Warte. Wow, das macht ja richtig Spaß. Ich hol ihn. Okay, komm schon, Jimmy, warte. Langer Pass, werf ihn runter. Und los. Oh, ich hab ihn. Oh nein, der war viel zu weit. Oh, der Odi kann echt gut werfen. Okay, Odi, jetzt bin ich dran. Und wow. Oh, der war auch ein bisschen hoch. Es geht schon 10 zu 12. Oh, nicht, dass wir noch Ärger kriegen. Odi, lass uns schnell den Schulraum finden, sonst kriegen wir Ärger. Hast recht. Was ist das denn? Das ist die Umkleide. Hier sind wir auch falsch. Ich glaube, wir müssen hier rüber. Komm schon. Okay, ich gehe dir hinterher, Odi. Ich vertraue dir. Was ist denn das hier? Ich glaube, das ist hier so für verletzte Leute. Aber guck mal, die haben hier einen eigenen Spind. Wie cool. Boah, und da sind sogar Sachen drin. Odi. Da bist du ja. Das ist voll cool. Ich glaube, wenn wir auch hier zur Schule gehen, können wir auch unseren eigenen Spind haben. Oh, denkst du, Jimmy? Ich glaube, das ist richtig cool, ja. Das macht bestimmt richtig Spaß. Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Das ist eine Durchsage. Jimmy und Odi, bitte in euer Klassenzimmer. Na los, sonst gibt's Ärger. Los! Odi, wir müssen ganz schnell in unsere Klasse gehen. Sonst kriegen wir richtig ganz großen Ärger. Jimmy, ist das unsere Klasse? Meinst du? Aber da ist noch gar niemand drin. Guck mal, die lernen hier Mathe und so. Oh, ich will nicht Mathe lernen. Das ist gar nicht gut. Du hast recht.
Oh, Jimmy, komm schon, wir müssen uns aufteilen. Genau. Ich suche einfach da hinten und du gehst in die Richtung. Okay, ich werde in die Richtung suchen. Los, 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 Leute, wenn ihr irgendwo unsere Klasse seht, dann sagt Bescheid. Wir müssen da ganz schnell rein. Boah, cool, das ist Chemieunterricht. Aber hier sind auch weit und breit keine Leute. Ich glaube, das ist auch nicht unsere Klasse. Oh, diese Schule ist so groß, wir werden niemals unsere Klasse finden. Entschuldigung, weißt du, wo vielleicht meine Klasse ist? Ich suche meine Klasse und ich wurde schon in der Ansage angesprochen. Bitte, bitte hilf mir. Ich werde dir niemals sagen, wo dein Klassenzimmer ist, du Dummkopf. Wie gemein. Wer bist du überhaupt? Ich bin Jimmy und ich wollte wirklich nichts Schlimmes. Oh, du bist voll gemein. Du bist ja noch 3 Jahre alt. Komm, verzieh dich, Kleiner. Oh, ja, okay. Och, Leute, die sind hier echt gemein hier im Unterricht. Was ist das denn? Oh, das ist die Toilette. Okay, das ist gut zu wissen, dass es hier eine Toilette gibt, Leute. Da können wir uns nämlich dann... Oh, ich glaube, das ist... Nein. Das ist vom Lehrer. Das ist vom Lehrer der Raum. Nein, das gibt richtig Ärger. Verdammt, verdammt, verdammt. Leute, wir müssen hier ganz, ganz schnell raus. Das gibt richtig Ärger. Oh nein, wie komme ich denn hier raus? Ich glaube, ich habe jemanden gehört. Nein, nicht, dass jetzt ein Lehrer hier reinkommt. Was sollen wir denn jetzt machen, Leute? Was soll ich machen? Ich finde auch Odi nicht. So, jetzt erstmal einen Kaffee. Nein. Nein, das ist der Lehrer, Leute. Das ist unser Lehrer. Seht ihr ihn? Oh nein. Bisschen Kaffee für den Tag. Das macht mir Spaß. Was? Nein, wir müssen uns verstecken. Wir müssen uns irgendwo verstecken. Verdammt, verdammt, verdammt. Oh. Hallo? War hier ein... Nein, verdammt. Wer hallo. Wer bist du denn? Ich bin Jimmy und ich wollte eigentlich gar nicht hier in das Lehrerzimmer. Das tut mir sehr leid, ehrlich. Das müssen Sie mir glauben, wirklich. Das gibt erstmal 3 Stunden nachsitzen. Hast 3 Stunden, aber warum? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich bin aus Versehen hier reingelaufen. Du bist doch Jimmy. Ja, Jimmy und Odi. Wir sollten heute hierher kommen, das stimmt, ja. Wo ist denn Odi? Odi ist schon im Unterricht. Das kann nicht sein. Doch. Ich bin euer Lehrer. Los, komm mit, Jimmy. Okay, ich komm mit. Nein, jetzt kriegen wir bestimmt mehr Nachsitzen, weil Odi auch nicht da ist. Oh, ich hoffe, das ist nicht so ein Lehrer. Ist das unsere Klasse hier? Sollen wir hier etwa lernen? Hinsetzen! Oh, ich setz mich doch schon hin. Hier, ich setz mich hin, ja. Da Odi fehlt, kriegst du einfach nochmal 6 Stunden nachsitzen heute. Das ist unfair, das können sie nicht machen. Odi ist doch für sich selber verantwortlich. Ich bin zwar Odis Freund, aber ich tu nicht länger wegen ihm nachsitzen. Ich will nicht 24 Stunden nachsitzen. Aber siehst du gerade Odi? Leute, seht ihr irgendwo Odi? Wenn ihr irgendwo Odi seht hier, dann schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare. Guck mal, da sind auch andere Schüler, die lachen uns schon aus, weil wir nachsitzen müssen. Es ist schon dunkel geworden. Och Mann, ey. So. Ich will das nicht. Ja. Jimmy. Ja. Hinsetzen. Los. Ich setz mich hin. Alles gut. Dann also. Bleib ich eben hier. Ruhe jetzt. Ja. Das ist... ein Würfel. Hä, das sieht doch jeder, dass es ein Würfel ist. Das ist A Quadrat plus B Quadrat ist gleich C Quadrat. Ha, sehen Sie, ich bin schlau. Das ist der Satz des Hypotoponus. Das ist aber falsch. Das gibt noch mal eine Stunde nachsitzen. Nein, das stimmt. Das ist mit Sinus, Tangens und so ein Quatsch. Das kann ich alles schon. Das hat doch der alte Lehrer schon mir beigebracht. Ruhe. So, Jimmy, als Strafe... Wirst jetzt alles, was da steht, abschreiben. Da steht und aber gar nichts. Na gut, ich schreibe das ab. Geh mir jetzt einen Kaffee holen. Ja, aber kann ich wenigstens die Klasse auch verlassen? Ruhe! Au! Oh, bitte tun Sie jetzt nicht hier abschließen. Ich will trotzdem noch raus. Das ist mein Recht als Schüler. Du bleibst jetzt hier. Wir sind in dem Internat. Du wirst hier schlafen. Na schön. So, ich hol mir einen Kaffee. Bis gleich. Bitte nicht. Habt ihr es gehört? Der hat die Tür abgeschlossen. Nein! Ich komme nicht mehr raus, Leute.
Ich komme nicht mehr raus. Was soll ich machen? Ich muss hier irgendwie rauskommen. Der Lehrer ist richtig gemein. Und Odi ist auch nicht da. Der kann mir auch nicht helfen. Leute, wir müssen jetzt irgendwie aus der Schule ausbrechen. Ich will nicht 24 Stunden nachsitzen. Vor allem nicht, wenn der Lehrer so gemein ist. Wenn könnt ihr irgendwas finden, wo ich ausbrechen kann? Vielleicht irgendeine Spitzhacke oder so. Komm schon. Hier muss irgendeine Spitzhacke sein. Nein. Was soll ich denn jetzt tun? Wartet, ich hab doch einen Hammer. Damit kann ich irgendwas bestimmt wegmachen. Wartet mal, Leute. Vielleicht funktioniert das. Komm schon, noch ein Stück. Geht das? Ich weiß nicht. Oh, der Hammer ist gar nicht so stark. Oh nein, ich glaube, ich krieg das nicht hin. Oh, komm schon, noch ein Stückchen. Komm schon. Leute, da oben war eine Spitzhacke. Ich hab die mir genommen. Jetzt muss ich nur noch das so. Boah, die ist richtig stark. Oh. Oh, der Kaffee war gut. Oh, mal gucken, was der Kleine macht. Der hat eine Armbrust. Oh, nein, der soll sich umdrehen. Oh, verdammt. Hallo, Herr Lehrer. Hier war jemand, der wollte hier reingehen. Ich habe ihn zum Glück davon abgewarten. Gut. Noch eine Stunde. Was? Das können Sie nicht machen. Ich habe gar nichts gemacht. Ehrlich. So. Das ist so gemein, Leute. Jetzt kommst du hier nicht mehr raus. Der sperrt mich ein. Hilfe. Ich brauche Hilfe. Nein, ich will nicht mein ganzes Leben lang in der Schule verbringen und nachsitzen. Das ist nicht cool. Herr Lehrer, bitte. Hä? Lassen Sie mich raus. Das ist mein Recht. Machen Sie sofort die Tür hier auf. Ruhe, Jimmy. Hä? Was ist denn? Ich muss jetzt pinkeln. Und so lange... schreibst du die ganze Tafel ab? Die habe ich schon 5-mal abgeschrieben. So ein Dussel. Okay, das ist meine Chance, Leute. Wenn er eben da alles zugemauert hat, dann werde ich eben versuchen, hier das Fenster aufzubrechen. Zack. Sehr gut, Leute. Oh, Leute, das hat funktioniert. Ich hab dich gesehen. Geh sofort in deinen Unterricht oder ich petz dich. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Genau hier ist so ein Mädchen und die schaut mich die ganze Zeit an. Ich werde wieder in meinen Unterricht gehen. Nein, Leute. Das petz ich bei Herr Winfried. Verschwinde endlich. Nein, was sollen wir denn jetzt machen, Leute? Was sollen wir machen? Ich muss hier irgendwie raus. Okay, die Seite geht nicht. Da ist ein Mädchen, was mich direkt anschaut. Hier hat der Lehrer alles zugebaut. Wie sieht's mit der anderen Seite aus? Vielleicht kann ich hier raus. Da sind auch ein paar Schüler, aber die sehen mich noch nicht. Okay, ich werd's testen, Leute. Die Leute hier im Internat, die petzen doch alle. So, oh, wir haben hier fast alles kaputt gemacht, Leute. Sehr gut. Kinder! Oh, da ist schon wieder der Lehrer. Nein. Was macht ihr denn hier noch? Der ist richtig gemein. Herr Winfried! Ich hab gesehen, wie ihr kleiner Schüler ausbrechen will! Nein. Leute, da petzt das irgendwie. Das gibt Ärger und nochmal nachsitzen. Oh, verdammt. Wir müssen... Wo ist der hin? Ich glaube, er ist weg. Oh, er sieht mich. Tschüss, Herr Lehrer. Ich werde ausbrechen. Das war's mit Ihrem Nachsitzen. Gehen Sie doch selber nachsitzen. Bleib stehen! Jeder Schüler sollte mit Respekt behandelt werden und Sie tun das überhaupt nicht. Oh, weg hier! Leute! Oh, der dreht voll durch. Ich muss mich irgendwo verstecken. Los, schnell, irgendwo rein hier. So, geh rein. Oh, bitte verpetz mich nicht, okay? Oh, nein, wir müssen uns verstecken, Leute. Die Schule ist so riesig. Okay, wir müssen uns hier irgendwo ein sicheres Plätzchen suchen. Am besten hier in der Umkleide. Im Umkleidezimmer. Sehr gut. Okay, hier wird er mich nicht finden. Ich gehe in die Toilette rein. So, ich bin jetzt hier hinten. Oh, hoffentlich kommt er nicht. Habt ihr irgendeinen kleinen, orangenen Jungen gesehen? Der meint mich, Leute. Der meint mich. Oh nein. Oh, sehr gut. Die verpetzen mich nicht. Sehr gut. Wir sind noch hier in der Toilette. Da sieht er uns nicht. In der Umkleide, Bambine. In der Umkleide. Was? Nein, kommt gleich hier rein. Basketballfeld ist er bestimmt. Nein. Der darf hier nicht rumlaufen, Leute. Oh, habt ihr ihn gesehen? Da war er. Da vorne ist er mit seiner Armbrust. Oh, der will auf jeden Fall mich haben. Nein, nicht, dass er mich gesehen hat. Versteck uns. Wir müssen uns verstecken. Oh, er kommt rein. Okay, ich werde mich jetzt schön in der Ecke verstecken. Jimmy! Hallo, Jimmy. Nein. Hallo, mein Lieber. Der ist hier irgendwo in der Nähe, Leute. Wir müssen irgendwie hier hochgehen. Wir müssen uns hier hocharbeiten. Los, schnell. Auf der anderen Seite. Eine Toilette. Nein. Weg hier. Leute, ich muss mich nach oben hinarbeiten. Kommt schon. Wir müssen mal kurz hier die Schule ein bisschen umarbeiten. Zack. Leute, los. Schneller.
Wir sind in einem Klassenraum gelandet. Wie cool ist das denn? Oh, der wird mich hier oben niemals finden. Okay, wir sind jetzt hier, glaube ich, im... Ist das wieder Chemieunterricht? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall sind wir eine Etage höher. Ich wusste gar nicht, dass Zombies auch zur Schule gehen, aber anscheinend ist es auch so eine Zombieschule, weil schaut mal... Nein! Verstecken! Verstecken, verstecken, verstecken! Oh, der Zombie läuft hier rum. Zombie! Na? Hast du Jimmy gesehen? Hoch, 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 wir müssen noch eine Etage höher, Leute. Da sind wir sicher. Was ist denn hier oben? Hier sind überall irgendwelche Auszeichnungen. Oh, aber nur Lehrerauszeichnungen. Nicht, dass der Lehrer gleich wieder hier hochkommt. Das wäre gar nicht gut. Deswegen, ich glaube, ich werde nochmal eine Etage höher gehen. Hier, nochmal so, zack, zack, zack. Und dann werden wir uns erstmal hier verstecken. Da ist ein anderer Schüler. Hey, du, Schüler, wenn der Lehrer kommt, du darfst nichts sagen. Du hast mich nicht gesehen, okay? Ich bin einfach hier angelaufen. Oh, die Ey, yo, Mann, nix, ich sag was, Mann. Nein, ich nix sagen. Sehr gut, danke, du bist der Beste. Oh, Leute, ich glaube, wir sind hier sicher. Das ist das Sekretariat. Leute, hier ist sogar sein PC. Wir können jetzt die ganze Schule hacken. Wow, wie cool. Warte, wisst ihr was? Ich glaube, wenn ich hier die Taste drücke, dann geht, glaube ich, die Klingel an von der Schule. Oh, wartet. Ich werde jetzt hier drücken und zack. Oh, hört ihr das, Leute? Es hat funktioniert. Die Schule klingelt. Jetzt denken alle, dass sie... Hä? Schnell weg hier. Dass die Schule aus ist. Oh, da vorne ist der Lehrer. Hat den gesehen. Was ist der Klingel? Was macht der da? Der ist jetzt nicht da reingegangen, oder? Wo ist der? Oh, da vorne läuft er. Nichts sagen, okay? Hey, Sie Lehrer! Sie dürfen nicht auf mich zielen, das ist nicht fair! Ich werde Sie jetzt hier einsperren, Sie kommen da nicht mehr raus! Er hat einen Zweitschlüssel, Leute, verdammt! Das hat nichts gebracht, wir müssen ganz schnell zum Schulbus! Oh, der Lehrer ist geblieben! Das gibt eine Woche Nachsitzen! Was? Das ist schon eine Woche? Oh, das ist länger als 24. Oh, habt ihr gesehen? Er hat mich auf mich gezielt! Wir müssen hier durch! Was ist das hier? Ich glaube, das ist die Cafeteria oder so. Wir müssen uns hier jetzt erstmal wieder verstecken, Leute. Einmal hier runtergehen. Wer denn jetzt gelandet? Sie haben auch nichts gesehen. Ich bin einfach nur Jimmy, der ganz lieb im Unterricht ist. So, Leute, ich werde jetzt hier hinten einfach die ganze Zeit sein. Okay, hier bin ich, glaube ich, erstmal sicher. Hier sind doch keine anderen Schüler. Oh, ich hätte echt nicht gedacht, dass das so gefährlich ist, zur Schule zu gehen. Ich wollte doch einfach nur einen ganz normalen Schultag machen. Hä? Wo ist der Lehrer? Na, nicht, dass er gleich kommt. Nein. Wir müssen aufpassen, Leute. Seht ihr irgendwas? Oh, die Gänge sind auf jeden Fall schon mal sicher. Okay, ich glaube, das ist meine Zeit. Das ist meine Zeit zum Abhauen. Oh, okay, wir sind im Freien. Sehr gut. Oh, yippie, nix hier weg hier. Oh, Mann, hier sind doch ganz, ganz komische. Oh, hier sind Autos. Meint ihr, wir können mit dem Auto einfach wegfahren, Leute? Ich weiß nicht. Nein, ich habe keinen Führerschein. Verdammt. Okay, ich werde jetzt Richtung Schulbus gehen, da draußen. Da werde ich, glaube ich, sicher sein. Nein. Jimmy. Nein. Er ist schon wieder da vorne. Wie hat er mich denn jetzt schon wieder gefunden? Nein, der kommt gleich hierher. Verdammt, ich muss zur anderen Seite. Schnell weg hier. Weg. Oh, er kommt gleich. Ich muss hier nochmal links. Ich muss ihn austricksen. Genau, so sieht's aus. Hallo. Nein, Herr Lehrer. Hallo. Ich muss hier wegfahren mit einem Fahrrad. Los. Weg hier, Leute. Der rennt mir immer noch hinterher, Leute. Zum Glück kann ich hier Fahrrad fahren. Oh, nein, ich will hier nie wieder hin zu dieser komischen Schule. Ich werde erstmal zu meinem alten Haus hingehen und zu Lumi, zu Braxy und zu Odi. Oh, der hat mich einfach im Stich gelassen. Wir müssen auf jeden Fall ganz schnell nach Hause. Odi, da bist du ja endlich. Ich bin extra mit einem Fahrrad wieder hierher gefahren, Mann. Der Lehrer war richtig gemein. Der wollte, dass ich nachsitze und so. Ich bin jetzt nach Hause gegangen. Ja, der wollte, dass ich nachsitze, hat mich eingesperrt und hat mich mit einer Armbrust verfolgt. Und ich wollte auch haben, Odi. Oh mein Gott, Jimmy, das ist ja übel schlimm. Ich war doch bei voll der netten Lehrerin heute. Ich dachte, wir gehen auf dieselbe Klasse. Och Mann, Odi, du hast mich voll reingelegt, du Dusse. Mann, Entschuldigung, Jimmy, Mann, das war doch gar nicht meine Absicht.
Aber was machen wir denn jetzt? Weiß ich nicht, wir sollten, glaube ich, erstmal nach Hause gehen. Was ist, wenn der Lehrer hierher kommt mit seiner Armbrust? Dann geht's richtig ärgerlich. Oh. Ich glaube, ich werde mich bei Lumi verstecken, bei Lumi seinem Haus. Da wird er nicht. Ich komm mit! Da wird er nämlich nicht daran denken. Los, der Lumi hat einen guten Keller. Los, lass uns reingehen. Ich glaube, Lumi hat doch irgend so einen Gaming-Keller, oder? Los, schnell. Doch, den hat Braxy gebaut, damals, weißt du nicht mehr? Hier, du musst so durchgehen. Hab ich doch gesagt, der hat einen richtig coolen Keller gebaut. Oh, ich glaube, hier sind wir erstmal sicher, Odi. Oh, du hast recht, du hast recht. Oh, Mann, was war das bitte heute für ein Tag? Hörst du ihn? Nein. Und hörst du was? Nein, nicht, dass er gleich kommt. Oh, das wäre gar nicht gut, Wir müssen uns auf jeden Fall hier irgendwo verstecken und ganz leise sein. Aber wenigstens können wir hier Minecraft spielen und Fortnite. Haha, das macht wenigstens richtig Spaß. Aber, Odi, was machst du da? Psst. Jimmy, psst. Was denn? Ruhe. Denkst du, er ist da draußen? Ich weiß es nicht, Jimmy. Oh, ich werde ganz leise mal schauen. Oh, hoffentlich ist da nichts, Leute. Vielleicht höre ich ja was. Freunde, wenn ihr irgendwas hört, dann schreibt es in die Kommentare. Aber bis jetzt sieht es ziemlich gut aus. Ich glaube, wir haben ihn abgewimmelt. Seht ihr irgendeinen Lehrer, Leute? Nee, ich sehe zum Glück nichts. Ich werde mal Odi Bescheid geben. Odi! Und? Ist er da? Ist keine mehr. Ich glaube, wir haben ihn abgewimmelt. Oh, lass uns nie wieder in das Internat gehen, okay? Ja, nie wieder. Nie wieder, das war richtig gefährlich. Wir gehen in die Schule. Oh, die hat nämlich wieder angefangen, Leute. Und ich habe alle meine Hausaufgaben dabei. Und ich bin gespannt, wer der Lehrer ist. Oh Mann, Leute, beeilt euch mal. Der Lehrer ist schon da. Ich will nicht, dass wir wieder Ärger kriegen. Und Braxy ist der letzte Edge. Haha, blöd, Mann. Aber ich sitze als Erster. Ich auch. Beeilt euch, bitte hinsetzen. Okay, wir sitzen doch schon, Herr Lehrer. Was müssen wir eigentlich heute machen? Heute machen wir ein paar Übungsstunden im Sport. Was? Sportunterricht? Cool, da bin ich richtig gut drin, ehrlich. Und was für Sportsachen sind das? Am besten du machst jetzt, zeigst mal deinen Flick-Flack over the Duck. Ich kann keinen Flick-Flack over the Duck, ich kann nur springen. So, ich Loser. Bin noch klein. Hey, auf damit, Odi. Dann gibt das eine 6 und setzen. Nein, das kannst du nicht machen. Was kannst du denn, Odi? Zeig mal deine Tricks. Stopp! Hab mal ein bisschen Respekt vor dem Lehrer, du darfst ihn nicht duzen. Ist so. Du musst sagen, sie. Stimmt, Herr Lehrer? Tut mir leid. Richtig. Und deswegen kriegt ihr beide eine 1. Aber... Ohne Sport zu machen, du Blödmann. Ja, super schön. Na schön, dann... Oh Mann, dann sieht sich sie eben halt. Genau, sie sind der beste Lehrer. Okay, sie haben sich schon geupgradet auf eine 5-. Mann, wenn es so weitergeht, werde ich glaube auch dieses Jahr nachsitzen müssen und wieder das Schuljahr wiederholen. Oh Mann, ich will nicht das Schuljahr wiederholen. Das ist voll doof, Leute. Und wann machen wir jetzt... Du bist so ein Loser, Jimmy. Hör auf, Odi. Wann machen wir jetzt endlich den Sportunterricht? Wir gehen noch raus. Wir machen jetzt draußen Liegestütze. Leute, ich liebe Unterricht im Freien. Das ist das Beste am Unterricht. Odi ist schon richtig gut dabei, Leute. Ich glaube, Odi wird ein guter Gegner sein. In Position runter. Bin unten. Eins. Und 6. 2. Und 3. Ich zähle, Jimmy. Ich schaffe aber nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Schau mal, wie schnell ich bin. Ja, boah. Odi und machen. Und Odi und Braxy, die sind auf jeden Fall mit die Einser-Kandidaten hier. Du bist ein Loser, Jimmy. Auf, das tut weh, nur weil ich so klein bin. Loser. Auf, mich fertig zu machen. Du bist. Du musst mal wieder eine Milch trinken, wirklich. Ja, und was mit dir, Braxy? Warum tanzt du eigentlich die ganze Zeit, ha? Das ist der Gewinnertanz. Boah, es klingelt. Schönen Feierabend. Es regnet auch noch. Toll. Ich gehe nach Hause. Das hat bestimmt angefangen zu regnen, weil Jimmy so ein Loser ist. Die sind so gemein, Leute. Und in der Schule waren auch alle gemein zu mir. Egal, dann gehen wir halt nach Hause mit dem blöden Regen. Und ich hätte mir echt gewünscht, dass ich bessere Freunde hätte. Aber die waren echt richtig gut im Sportunterricht. Wir müssen auf jeden Fall dann einiges zulegen, Leute. Aber ich glaube, es ist besser, wir gehen nach Hause, Leute. Schaut die beiden
kleiden euch mal an, die gehen schon nach Hause. Und es regnet wirklich in Strömen, das ist voll ätzend. Ich will am besten einfach nach Hause gehen, das ist der blödste Tag, den ich jemals hatte. Und warum ist hier ein Luftballon, Mann? Und ein blöder Einkaufswagen? Oh Mann, und meine Tür ist immer noch nicht fertig. Ist hier eigentlich irgendwas in dieser Stadt fertig, Mann? Ich leg mich jetzt schlafen und mir doch egal, wenn da jemand reinkommt. Soll doch reinkommen, wer will, genau. Ich werde ab jetzt ganz anderer Mensch. Ich werde ab jetzt richtig stark, Leute. Gute Nacht, Leute. Das Gewitter da draußen richtig. Und schaut mal, habt ihr es gesehen? Da war ein Blitz. Oh, das Ganze gefällt mir gar nicht, Leute. Und da draußen ist auch die Tür weg. Oh Mann, eigentlich will ich oben schlafen. Ich sag euch ehrlich, Leute, ich habe richtig Angst. Und wenn es so weiter regnet, dann ist bald die ganze Minecraft-Stadt voller Wasser. Das ist gar nicht gut. Oh, schon wieder ein Donner. Oh nein, oh nein, oh nein, das muss endlich aufhören. Kann das nicht endlich aufhören, dieses blöde Donnerwetter? Auch dann noch eine Runde. Fortnite, wer bist du denn? Einbrecher, ich habe keine Diamanten und du kannst dir jedes Switch nennen, die du möchtest. Aber ich, bitte, tu mir nichts. Okay, tu mir jetzt wirklich nichts Böses an. Denkst du, ich bin ein Einbrecher? Ich bin Spider-Man. Aber warum soll Spider-Man zu mir kommen und... Wow! Warte mal. Hast du etwa Fähigkeiten? Hast du auch eine Fähigkeit, den Donner auszumachen? Das ist voll gruselig und ich habe Angst bei Gewitter. Ach, du meinst das? Ja, das ist Thor. Komm mit. Wer? Thor? Wer ist denn Thor? Was babbelst du da? Thor ist der Gott. Ey, Thor, hör auf damit. Es ist kalt, mach wieder Sonne. Guck mal, der ist einfach geflogen mit seinem Hammer. Was? Spidey, was machst du denn hier? Kennt ihr euch etwa? Du, kleiner Racker, wer bist du? Ich bin Jimmy, ich bin einfach nur Lumis kleiner Bruder und sag mal, bist du da gerade rumgeflogen mit deinem Hammer? Na klar, warte mal, ich mach den Regen kurz aus. Wie, du kannst das Wetter bestimmen? Das geht doch gar nicht, niemand kann das Wetter einfach ausmachen. Und? Wie redest du mit Thor? Thor kann das Wetter ausmachen. Aber ich bin der Gott des Donners. Wo ist der ganze Regen hin? Es hat gerade noch den Strömen geregnet. Das kann doch gar nicht weg sein auf einmal. Oh, du hast echt das Wetter geändert. Du bist ja mega cool. Und ihr seid sicher keine Einbrecher. Warum sollen wir Einbrecher sein? Das ist ein Gott. Und ich bin Spider-Man. Spider-Man hat den Menschen geholfen. Und wir helfen dir. Und wir sind Superhelden. Warum wollt ihr mir helfen? Weil wir mitbekommen haben, wie dich alle ärgern, weil du so schwach bist. Ja, das stimmt, Mann. Oh, vor allem meine Freunde, die haben mich voll runtergemacht, nur weil ich im Sportunterricht nicht so gut bin. Aber ich trainiere jeden Tag und eines Tages werde ich super stark. Sag mal, was müsst ihr eigentlich machen als Superhelden so? Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, da muss man bestimmt immer viel Verantwortung haben, oder? Müssen die Menschen beschützen, die traurig sind, genau. Also müsst ihr mich beschützen? Cool. Dann können wir ja gemeinsam Zeit verbringen. Yippie. Oh, cool. Wisst ihr was? Wir können noch zu meinen... Boah, der kann echt fliegen. Wir können jetzt zu meinem Freund Niki hingehen. Ist der böse zu dir? Nein, nur manchmal. Aber eigentlich ist er mein bester Freund. Oh, wir gehen mal hin, Leute. Ich glaube, Niki wird sich richtig freuen. Der wird mir das niemals glauben. Niki. Niki? Was macht Niki ja, denn was heute? Ist denn? Was ja, was denn? Hä? Oha, oha! Wir brechen bei Niki ein, Leute! Tut mir leid, Niki, dass meine Freunde die Tür kaputt gemacht haben. Das ist Spidey. Hier. Ja, das ist Spidey und Thor. Ich bin Spider-Man! Und die passen jetzt auf mich auf, dass mich jeder gut behandelt. Also darf ich die nicht mehr hauen? Hey, auf! Da war ein Blitz bei... Niki, wie hast du das gemacht? Hilfe! Niki hat einen Blitz abbekommen, Leute. Das sah lustig aus. Kannst du das nochmal machen, Thor? Nein. Wow. Oha, siehst du, du solltest dich nicht mit mir anlegen, Niki. Ich sag dir ehrlich, ab jetzt habe ich nämlich Schutz. Du kriegst gar keinen Schutz hier. Hör auf, Niki. Ich glaube, meine Freunde mögen das nicht, wenn du mich weiterhin so ärgerst. Hilf, ich verbrenne. Nein, 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 nein. Schuld.
Oh, ich glaube, ihr braucht auf jeden Fall Tor. Wasser. Hör auf, du darfst Tor nicht ärgern. Du hörst mir jetzt zu. Okay, ich hör zu. Du lässt Jimmy in Ruhe, Niki. Ansonsten werden wir dich in die tiefste Höhle mit den gruseligsten Spinnen schicken. Okay, versuch's doch. Aha, oh, das hätte ich nicht tun sollen. Wo ist Niki hin? Wir schlafen hier ein bisschen Fleisch, mein Kleiner. Nein, das riecht nach Niki. Ich glaube, ihr habt Niki zu Hackbrei gemacht. Aber kann man Niki... Wenn du willst, kannst du mit meinem Hammer spielen. Wirklich? Boah, cool. Gib mal... ich bin nicht würdig, das zu nehmen. Na klar bist du nicht würdig. Aber, oh Mann, wieso bin ich nicht würdig? Ich will auch darum mit rumfliegen und so coole Sachen machen. Bitte. Und wenn ich eine Ausbildung mache und die mich vielleicht adoptiert oder so? Nein. Mann, Heidi, warte mal. Was denn? Wir können ihn nicht adoptieren. Aber ein Gehilfe wäre gut. Genau, ich bin euer Gehilfe. Ich mache alles, was ihr wollt. Okay, komm mit. Ja, warte doch auf mich. Oh Mann, der ist super schnell, Leute. Wo will er denn hin? Will er etwa zu meinem Trampolin gehen? Oh, selbst Spider-Man ist so schnell, Leute. Also, eigentlich wollten wir dir sagen, dass eine Aufgabe übernehmen kannst für uns. Was, eine Aufgabe? Welche Aufgabe? Sag schon. Ich liebe Aufgaben. Odi wird immer vom bösen Fangirl geärgert. Odi, und eigentlich wollten wir heute ihr eine Lektion erteilen. Genau. Oh, wie cool. Und jetzt soll ich zum Fangirl und, weiß ich nicht, mit dir reden? Erledige! So! Bumm! Okay, schaffe ich. Kriege ich hin. Habe ich dafür irgendwelche Mittel oder so? Na klar, du kriegst von uns, komm. Ich bin ein Baseballschläger. Ich will was richtig, Baseballschläger. Warum kriege ich sowas Langweiliges? Ich will auch so einen coolen Namen haben. Genau das, ja, das will ich haben. Ja, bitte. Das kriegst du noch nicht. Mann, ist das Fangirl. Ja, aua, du dummer Mann. Ich dachte, die beschützen mich, Leute. Mann, Thor mit seinem Blitz, der... Aua, hör auf damit. Ich renn doch schon. Leute, wir müssen mal ganz, ganz schnell dahin gehen. Hier muss irgendwo ein Fangirl sein. Und wenn ihr irgendwo hier ein Fangirl seht, dann schreibt es in die Kommentare. Ich sehe bis jetzt gar nichts. Hier ist Schleimis Haus, Braxy, Hannah, meins. Da hier ist Odis und da oben bewegt sich doch was. Ich glaube, da ist das Fangirl, Leute. Wir müssen zu ihr. Und uns anschauen. Momentchen mal. Ich bin Jimmy. Hey, bleib stehen. Hör auf, den Baum anzubrennen. Das ist nicht witzig. Hör auf damit. Mann, hör auf, den Baum anzubrennen. Das ist Fangirl. Ich mach sowas. Du darfst den Baum nicht abbrennen. Das ist Odis Lieblingsbaum. Jetzt hör auf damit. Warum bist du überhaupt so gemein, Fangirl? Weil mich keiner mag. Und wer mich nicht mag, muss... Was damit? Dich mögen doch Menschen. Jeder mag dich, zum Beispiel deine Mama und dein Papa. Also die... Guck mal da hinten, was soll? Was ist da? Nein. Wieso brennt der ganze Baum jetzt so schnell? Hey, nein. Das ist gar nicht gut. Wir kriegen ganz viel Ärger, Leute. Nein, der arme Baum. Oh, wir müssen das Fangirl fertig machen. Hör auf, den Baum kaputt zu machen, du blödes Fangirl. Hör auf damit! Ich glaube, das war kein Fangirl, Leute. Ich glaube, das war irgendwas anderes. Aber, Odis Baum, der wird jetzt niederbrennen. Jimmy, schaffst du das etwa nicht? Nein. Ich habe das Fangirl erledigt. Aber Spidey, guck mal, der ganze Baum brennt ab von Odi. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Mission fehlgeschlagen. Thor wird nicht glücklich sein. Aber ich habe doch das Fangirl aufgehalten. Was wäre, wenn sie... Mach mal Regen. Regen, Stimmt, Regen kann doch Feuer aufhalten. Oh, sehr gute Idee. Damit können wir, einigermaßen noch den Baum retten. Leute, schaut euch mal das an. Der ganze Regen macht das Feuer weg. Cool, aber jetzt sieht das nicht gut aus. Ja? Mission gescheitert. Aber der Baum ist doch zu 50% noch da. Ich musste es regnen lassen. Ja, du hast recht. Oh Mann, kannst du mir vielleicht einen Trostpreis geben oder so? Hier. Was ist das? Das ist ein Tennisball. Was soll ich mit einem Tennisball? Der Tennisball ist genauso schlecht wie du. Du hast recht. Ich glaube, ihr mögt mich alle nicht und ich kann einfach gar nichts. Warte, Spidey, merkst du das?
Ich merke es. Was merkt ihr? Was ist los mit... Sag's ihm, Spidey. Was wollt ihr mir sagen? Hey, Leute! Ich weiß nicht, ob er dafür bereit ist. Doch. Jimmy. Ja? Du bist ein Auserwählter. Ein Auserwählter? Warte mal, heißt das, ich habe auch super coole Fähigkeiten? Was ist das? Freunde, das ist irgendeine Injektion. Und was passiert, wenn ich... Ja, ich nehm's ja schon. Okay, Leute, ich nehm's einfach. Eigentlich wollte ich euch nach Nikes fragen, aber... hä? Wow, warte mal. Ich habe ganz viele Herzen. Hey, wie cool. Wow, ich kann super schnell gehen. Boah, das ist mega cool. Oh, kann ich noch irgendwas Cooles machen? Kann ich super schnell hauen oder so? Ich weiß nicht, aber ich bin so super schnell wie Spider-Man. Wow. Was kann das eigentlich alles? Du kannst fliegen. Ich kann fliegen? Oh. Hä, wie kann ich denn fliegen? Wie geht das? Noch kann ich nicht fliegen? Oh, Mann, oh. Superman ist gerade in Urlaub, deswegen nimm einfach mal das hier. Warte mal, das sind Supermans Ausrüstungssachen. Oh, wie cool, Leute. Warte mal, aber wo ist Supermans Kopf und... das sieht lustig aus. Aber wo ist Supermans Kopf? Er hat keinen Kopf. Er hat keinen Kopf, bist du sicher? Natürlich nicht. Oh, cool, Leute, wir sind einfach Superman. Ah, das ist mega cool. Ich muss fliegen, Leute, ich muss fliegen. Aber irgendwie klappt das nicht. Ich habe jetzt wirklich Fähigkeiten? Ich weiß nicht, Leute. Meint ihr, ich habe wirklich Fähigkeiten? Ich sollte das mal testen. Wie geht das denn? Wow, oh, wow. Oh, er hat's geschafft. Hey, cool, wow. Ich kann durch die ganze Minecraft-Stadt fliegen. Wie cool ist das denn, Leute? Ich fliege durch das Tor durch. Oh, Jimmy. Das ist mega cool. Warte mal, ja, Jimmy. Ich bin ja wieder da. Oh mein Gott, nein, die sind hier, ja. Komm runter. Ja, ich lande ja. Och, Mano, ja, was ist los? Wir müssen jetzt los. Der Bösewicht ist da. Jimmy, du schaffst das. Los. Du schaffst das und mach keinen Blödsinn, sonst werde ich dich... Ja, ich mach keinen Blödsinn, ehrlich nicht. Haut rein, Leute. Wow, habt ihr das gesehen? Ich hab noch ganz andere Fähigkeiten. Wow, wartet mal. Hä? Ich kann alles zu Eis machen. Boah, wie cool. Das ist ja mega cool, Leute. Und was ist das? Boah, einfach Eis werden. Und jetzt kann ich ein... Warte mal. Ich glaube, ich habe einen Röntgenblick. Wow, ich kann alles anzünden. Das ist ja mega cool. Das wird mir niemand glauben, Leute. Boah, wir machen die ganze... Nein, ich will eigentlich nicht die ganze Minecraft-Stadt kaputt machen. Aber wenn mir jemand jetzt böse kommt, werde ich den machen. Rah! Jimmy, was machst du? Tut mir leid, ich wollte eigentlich nichts machen. Ich bin da hingekommen. Oh, ich glaube, man hat mein eigenes Haus angezündet. Nein, ich muss mein Haus retten, Leute. Los, retten! Was ist denn hier los? Was ist das für ein Gescheit? Jimmy hat Superkräfte und hat sein eigenes Haus angezündet. Aus Versehen. Oh, das war aus Versehen. Ich habe den gemacht. Hä? Oh. Jimmy? Ja? Hast du mein Baumhaus angezündet? Nein, ich hab dein Baumhaus sogar gerettet, ehrlich. Schau, oh nein, ich hab's wieder angezündet. Oh, Leute, irgendwie kann ich mit diesen ganzen Superfähigkeiten nicht umgehen. Ich krieg bestimmt richtig Ärger. Mann, mir tut das echt leid, Odi, ich kann das nicht kontrollieren. Ich verbann dich aus der Stadt. Du kannst mich nicht verbannen. Oh. Jimmy, du weißt doch, ich hab dich immer gemocht und ich geb dir gerne... Rexy? Rexy? Was ist denn jetzt los mit dir? Was war das? Weiß ich doch nicht, was hast du getan? Oh, ich gehe nach Hause. Mir tut das echt leid, ehrlich, Rexy, ich wollte euch nicht wehtun. Oh nein, das ist wohl schlecht, Leute. Ich hab zwar super Fähigkeiten, aber meine Freunde mögen mich jetzt gar nicht mehr. Jimmy, sei mir nicht böse, ja, ich weiß, du willst mit mir Zeit ver... Was? Du liebst nicht. Oh, wie süß. Ich liebe Odi und Rexy. Das geht gar nicht. Du bist mein Fangirl. Wie kannst du denn dann Odi und Rexy lieben? Ich war dein Fangirl, aber als ich Odis Muskeln am Strand gesehen habe und Rexy, der ist einfach so jung, total und gut aussehen. Du verlässt mich also
auch, du willst auch nichts mehr mit mir zu tun haben. Nein, aber du kannst ja mein kleiner Bruder sein. Nein, ich will nicht dein blöder kleiner Bruder sein. Lass Warum, mich einfach Bro? In Ruhe. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich glaube, niemand in der Stadt mag mich, Leute. Die sind alle gemein zu mir. Du musst mir jetzt auch nicht hinterherlaufen, blödes Fangirl. Mhm. Aber Bro, das hast du nicht gesagt. Du nennst mich nicht nochmal Bro. Hast du verstanden? Aber du bist mein Bro. Au, oh, oh, Leute, mein Herz ist gebrochen. Sie hat mich Bro genannt. Ich will nie wieder was mit ihr zu tun haben. Ich dachte, sie liebt mich. Was machen die denn jetzt da? Komm rein, mein Schatz. Schaut sie euch an, wie die da Spaß haben. Ich hoffe, Odi, du hast richtig viel Spaß da drin mit meinem Fangirl. Genau. Sollt ihr doch Fortnite spielen? Mir doch egal. Viel Spaß mit euch. Ihr seid blöd. Ich bin sowieso aus dem Alter raus. Mädchen sind eklig. Genau, Leute. Ich werde ein neues Leben anfangen. Ich werde es jetzt euch sagen. Ich wollte es nicht sagen, aber ich werde es jetzt euch sagen, Leute, weil ihr immer da seid für mich. Ich werde die Minecraft-Stadt verlassen. Es ist raus, Leute. Ich werde nichts mehr mit denen zu tun haben. Ich werde vielleicht noch jedem blöde Schild hinmachen und werde vielleicht mich bedanken für die schöne Erinnerung. Aber schaut euch die letzte Stadt ein letztes Mal an. Das wird's gewesen sein. Ich suche mir eine neue Stadt. Das war's mit Lomi, mit Odi, mit meinem Haus, mit Hannas Haus, mit Braxis Haus, Schleimi, Niki. Niki ist sowieso nicht da, Leute. Obwohl der eigentlich richtig nett immer zu mir war, aber der hat mich auch oft geärgert. Ich will mit den allen nichts mehr zu tun haben und vor allem mit dem blöden Fangirl nicht. Ich werde einfach diese Stadt verlassen. Auch das schöne Krankenhaus. Aber eine Sache will ich noch testen, Leute. Und zwar folgende. Und Strahl! Boah, mega cool, Leute. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und ich muss irgendwie meine Superfähigkeiten unter Kontrolle bringen. Wir sehen uns im nächsten Video. Checkt auf jeden Fall gerne meine Freunde ab. Plexi, Odi, Niki, alle in der Videobeschreibung verlinkt. Bis zum nächsten Video. Tschüss, euer Jimmy. Und was ist das? Boah, das war mega cool.